Interview und Analyse zum 9. Rennen. Abschluss des Renntages Prix Marseille. Du greifst erst zum Schluss ein, weil leider deine anderen beiden nicht Starter sind. Kurzes Wort dazu, zu Lovely Victory und Vittorio Venus. Ja, Lovely Victory hat sich auf der Koppel einen leichten Ballentritt zugefügt und deswegen ist er nicht Starter. Und Vittorio war heute ein bisschen verschnupft in der Früh. Nicht verschnupft ist der Lorenz Boko und der ist bisher in der Creau, glaube ich, immer siegreich gewesen, wenn er keinen Fehler gemacht hat. Und die Fehler, habe ich dir das letzte Mal schon gefragt, die zeigt er eigentlich ja nie an. Das Einzige beim Aufwärmen ist er, glaube ich, dann nicht da schon nicht immer so bei 100% bei der Sache. Ist das vielleicht gleich ein Indiz für die Wetter, da beim Aufwärmen bei ihm genauer zuzusehen? Ja, der hat mir jetzt einmal beim Fehlstart vom Rennen einen Fehler gemacht, aber da haben wir den Jack nicht drin gehabt, also den braucht er. Und ja, letztes Mal ist er wieder bombig und ja, wenn er nicht am Fehler scheitert, dann ist er wieder ganz vorne heute. Nummer 1, glaube ich, ist aber jetzt nicht so die Wunschnummer, weil der überschnelle Beginner ist er nicht. Eben dann Angst, eingesperrt zu werden? Nein, ich glaube, die spielt keine Rolle und das sollte schon machbar sein. Du hast jetzt nicht direkt mit den Pferden zu tun, die werden stehen unter deiner Verantwortung. Die Stahl-Kronos-Pferde sind gut trainiert, aber ich glaube, die Stand jetzt schwierig einzuschätzen, wo sie schon stehen, ob sie so konkurrenzfähig sind, siegreich gleich sein zu können, aber so konkurrenzfähig, um gut mitzumischen, sind sie schon. Ja, natürlich, und man weiß ja, dass die Graberbuben die Pferde immer top an den Start bringen. Heuer haben sie zwar gesagt, sie wissen selber nicht genau, wo sie stehen. Arbeiten haben sie genug, aber gesehen habe ich sie persönlich selber nie. 19. und letzte Tragesprüfung der Prix Marseille mit Kronos WWN. Rennen werden natürlich nicht leichter, viel vom Rennglück abhängig, aber mit Nummer 2 ist der Weg zumindest nach innen nicht so weit. Ja, das ist richtig. Letztes Mal war sie sehr aufwendig und übertrieben aufwendig gesteuert. Das hat mir an sich nicht so gefallen, aber es ist halt mal so. Da gilt eigentlich auch der Satz, sie hat diese alle schon geschlagen, aber sie wurde auch von denen alle schon einmal so distanziert, dass sie unbedingt dahinter war. Also man wird sehen, wie das Ganze sich abspielt. Möglicherweise werde ich versuchen, innen zu fahren. Und dann werden wir sehen, was zum Schluss rauskommt. Sie ist schon gut drauf. Ob sie in Überform ist, weiß ich nicht. Aber man muss schon feststellen, sie hat ihre schon geleistet. Pauli mit dem Darwin-Style unterwegs, Start Nummer 8, Ausgangslage nicht glücklich, aus der gewinnreichste des Rennen wurde jetzt ein bisschen abgeändert. Welche Rolle kann ein Darwin-Style hier spielen? Zuletzt doch schon eine weitere Steigerung, dir hat auch der erste Start schon gefallen nach der Pause. Was denkst du, ist für ein Darwin-Style da möglich? Er braucht nur 15 Laufen, 16,6 war letztes Mal, hat er ihn vorsichtig eintreten lassen, so wie ich das ihm geraten habe. Wird mit der äußeren Nummer heute vielleicht ein bisschen mehr Schwung mit dabei sein, weil das vielleicht für ihn besser ist, mit einer äußeren Startnummer ins Rennen zu gehen. Aber ich würde ihn in dem Rennen auf keinen Fall abschreiben. Er hat ja doch eine andere Klasse wie so mancher, der hier mit dabei ist und 180.000 Euro wurden ihm auch nicht so ohne IBAN überwiesen, dann muss man schon sagen, dass er meines Erachtens schon mit dabei sein muss. Er muss unter den ersten vier, fünf sein. Er kann auch Dritter sein. 19. Tagesprüfung mit der 5 Virgil Venus. Sag mal, die Ergebnisse lesen Sie auf nicht ganz so gut, glaube ich, wie die Leistungen eigentlich waren. Die waren schon immer sehr gut, auch beim 7. Platz Bänderstartrennen, wo er einen Fehler gemacht hat. Ja, sind natürlich starke Gegner drin, aber was erwartest du dir? Wo schätzt du ihn heute ein? Na, ich weiß natürlich nicht, wie gut Mike Kronos Venus und Kronos Prinz Rudolf jetzt schon drauf sind, aus Pause raus, aber normalerweise sehe ich ihn hinter Lawrence Boko.
Das heißt, Top-3-Platz auf jeden Fall möglich. Man weiß, Lorenz Bocco ab und zu mal fehlerhaft. Sagst du dann für die Super-Finish-Wette, wer ein bisschen mehr riskiert, der kann den Virgil da auch gleich mit einbauen? Ja, genau, ja. Ich glaube schon, dass man mit einbauen kann, weil die anderen Rennen sehen sehr nach Favoritenmäßig aus und wenn man ein bisschen Geld haben will, dann kann man schon mal in der Tour schreiben. 19. letzte Rennen des Tages, der Prix Marseille mit der Simhorn SSR, die bei den letzten Auftritten eigentlich immer in sehr starker Garnitur unterwegs war. Sie beginnt gut und, glaube ich, also schwer zum Halten. Das heißt, nach einer großartigen Taktik möchte ich jetzt nicht fragen müssen. Nein, du wirst mich nicht fragen müssen. Das ist bei ihr so. Sehr gehfreudig, vor allem in der Startphase. Da braucht man nicht sich wehren. Und das will das ja gar nicht. Ja, das Rennen ist ein bisschen leichter als die letzten und sicher Lorenz Bocker ein sehr gutes Pferd. Aber ich denke, dass da nicht so allzu viel Unterschied ist.